Was geht ab, Freunde? Es geht gegen Hoffenheim nach dem letzten kleinen Erfolgserlebnis gegen die Gladbacher. Denke ich, sollten wir doch zurück in die Spur finden, gegen eine Mannschaft, die bisher einen sehr, sehr leichten Saisonstart hatte. Unter der Woche sogar nochmal am Mittwoch ein Spiel hatte gegen die Wolfsburger, das 2-1 verloren hat. Also prinzipiell passte alles. Hoffenheim spielt zwar sehr, sehr dominant, das werden wir denen heute austreiben. Die kriegen den Ball nicht von uns. Ja, aber man sieht auch selbst dafür, dass sie so dominant und auch überlegen spielen, sind die Ergebnisse nicht wirklich optimal. Gegen Freiburg verloren, gegen Bremen verloren, Düsseldorf Pauli die Aufsteiger geschlagen, Köln auch noch und jetzt gegen Wolfsburg wieder verloren. Also, das ist alles in allem nicht überragend. Die werden wahrscheinlich ein paar Chancen haben, aber die sind auch zu vernachlässigen, weil sie die wahrscheinlich nicht reinmachen werden. Dann gehe ich von aus, wir müssen halt vorne unsere Dinger zügig machen. Vielleicht nicht erst in der 60. Minute und danach, sondern vielleicht auch mal in der ersten Halbzeit wieder, dass wir da ein bisschen Sicherheit haben. Wir spielen ja unter anderem unter der Woche am Mittwoch wieder gegen Lyon. Also auch da für die Rotation wäre es ganz schön, wenn man da früh führen würde und deutlich führen würde. Zumal ja jetzt auch Aimar und Richards wieder zurück zum Training sind. Das heißt, wir sind ein bisschen breiter aufgestellt. Ja, freue ich mich vor allem über Ben, dass er zurück ist. Wir haben auch in der Zwischenzeit einige Verträge noch verlängert. War auch ganz wichtig, glaube ich. Dass wir vor allem eben Jugendverträge und die, die jetzt alle 29 dann auslaufen würden, gerade von Talenten und so weiter. Ich denke, das ist ganz gut. Es kam sogar auch nochmal eine Aufstellung der Ausbildungsvereine der Nationalspieler und wir sind auf Platz 2 hinter den Münchnern. Die haben 4 Nationalspieler, wir haben aktuell 3. Denke ich, kann sich sehen lassen, da werden wir noch ein bisschen drauf aufbauen, dass da der ein oder andere noch aus unserer Jugend kommt. Aber dadurch, dass wir auch so international sind, muss man auch sagen, wenn man das auf die ganze Welt bei einer WM oder sowas sieht, dann werden wir wahrscheinlich einige mehr Spieler ausgebildet haben und auch aufstellen. Ja, aber EM, WM, das dauert noch. Da sind wir ja erst dieses Jahr durch die EM. Und ja, 30 ist dann die nächste WM. Mal gucken, ob wir die noch erleben. Wir werden sehen. Jetzt würde ich als allererstes aber mal sagen, gehen wir rein ins Spiel gegen Hoffenheim, holen uns die nächsten 3 Punkte. Und schießt uns warm für Lyon. Nach der beeindruckenden Leistung gegen Borussia Mönchengladbach wollen sie sicher sehen, dass ihre Mannschaft das wiederholt. Und genau das ist heute das Ziel. Ich denke, wir wollen immer weiter gut spielen, unser Bestes geben. Und nach einer guten Leistung nimmt man natürlich das Selbstvertrauen mit und kann das auch im nächsten Spiel wieder zeigen. Und was wird den Unterschied ausmachen, wenn zwei so ähnliche Mannschaften aufeinandertreffen? Ich würde schon sagen, dass die Qualität bei uns ein bisschen höher ist. Wir müssen auf jeden Fall voll da sein. Wir müssen voll da sein. Es wird ein faszinierendes Duell. Trotzdem würde ich sagen, wir sind die bessere Mannschaft. Wir gehen auch wie folgt rein. Demiral und Lenormand bleiben in der Mitte. Carstensen ersetzt Amey, der so ein bisschen wackelig da ist im Moment. Dardai auf der 6 zusammen mit Jones. Dann vorne drin auf der 10 Marco Brigliaccia. Rechts Ouédraogo. Links Bayer und vorne drin Velis. Das heißt Pascal. Und Konsorten, unter anderem Richards, wieder von der Bank. Ein paar bleiben heute auch zu Hause, einfach aus Mangel an Plätzen. Chindo beispielsweise oder ein Yannick Mausehund, da reicht es nicht ganz. Beziehungsweise da ist der Kader dann einfach zu voll. Aber es wird schon hinhauen. Ich bin mal gespannt, wie Carstensen hier spielt als Rechtsverteidiger von Beginn an. Bekommt die Chance, eben weil Amey so wackelig ist, wie angesprochen. Gucken wir mal. Reichelt heute im ZM, eigentlich ja gelernter Stürmer bei den Hoffenheimern, aber hat auch da seine Qualitäten und auf Max Mörstedt, auf den Jungen müssen wir aufpassen, weil der ist die Hoffenheimer Lebensversicherung und trifft egal wo. Ob mit Hoffenheim, ob mit Deutschland, beziehungsweise U21 spielt er hauptsächlich, glaube ich. Ja. Curtis Jones, mal wieder. Von Beginn an mal wieder kriegt er das Vertrauen, muss das aber langsam, ja, zahlt es stückweise zurück. Aber da muss noch ein bisschen mehr kommen. So, der Pass ist abgefangen von Carstensen. Barco, Lenormand, Jones. Bayer. Und Barco verliert den Ball da wieder. Also wir sind noch viel, viel zu ungenau. Viel zu leichte Ballverluste. Und jetzt ist Maxi Bayer da. Kommt dazwischen. Dardai raus auf Hassan. Und das ist ein Abschluss, den verstehe ich leider überhaupt nicht. Lenormand ist da vor Mörstedt am Ball. Ja, also eine Anfangsphase geprägt von Fehlern bisher auf beiden Seiten. Viel noch nicht rumgekommen. Beide IVs jetzt mit Meri und mit
Kabak, die beiden Türken mit der gelben Karte schon. Gonçalo Ribeiro und Sokiet sogar auch schon gelb, okay. Aber da muss bisher noch mehr kommen. Wir feuern die Jungs mal an. Die verstehen das. Barco hat was abbekommen. Schienbeinbrellung. Hm. Schienbein auch immer schwierig, aber wird erstmal noch ein bisschen drauf bleiben. Und Ozan mit Amaoko. Ne, Amoako. Ich werde seinen Namen. Wahrscheinlich da brauche ich noch ein bisschen, aber so oft spielen wir wahrscheinlich auch nicht gegen Hoffenheim, dass ich mir den groß merken muss. Barco, schön durchgesteckt. Bayer nimmt Barco wieder mit. Der wieder auf Bayer. Der aus der Drehung für Willis. Schöner Abschluss, war aber auch abseits. Irgendwie sind das zwar Angriffe, die führen so Richtung Tor, ne, aber so die richtige Überzeugung ist nicht dahinter. So die richtige Gefahr ist da nicht. Es ist eher so ein bisschen. Ja, wir haben halt einen Abschluss. Und auch hier wieder. Fehler Hoffenheim und wir schenken den Ball auch direkt wieder her. Alvard probiert es aus der Distanz. Das ist alles sehr, sehr harmlos. So ein Mittelfeldgeplänkel mit vielen Ballverlusten und ein, zwei Abschlüssen zwischendurch mal. Ist nicht schön, auch für die Fans. Und Willis hat sich möglicherweise den Unterschenkel verletzt. Damit Unterschenkel kann immer sehr, sehr schlimm und sehr lange sein. Das heißt, möglicherweise Inyaki hat jetzt seinen Stammplatz erobert, mehr oder weniger. Jones fängt den gut ab. Dardai, Demiral und Dennis Simon. Mary mit Jones, da müssen wir uns schneller rausspielen. Hoffenheim presst auch sehr hoch. Das heißt, eigentlich müsste man das ziemlich schnell überspielen können. Das sind wirklich zu einfache Fehler und Ballverluste, die wir uns hier leisten. Max Mörstedt durch auf den Außen. Demiral lässt ihm sehr viel Platz. Und was macht Dennis Simon? Bitte fang jetzt nicht auch noch an. Mit Torhütern haben wir doch schon unsere Probleme gehabt die letzten Jahre mit Torhüterpatzern. Denn es sah da nicht wirklich souverän aus generell. Die erste Halbzeit, aber auch von Hoffenheim. Nicht gut. Das macht keinen Spaß zu schauen. Naja. So, Ball landet bei Dennis. Was macht er? Gibt es nochmal einen langen Abschlag? Vielleicht nochmal eine Aktion Richtung Hoffenheimer Tor hier vor der Halbzeit. Bayer. Marco auf Inyaki. Er versucht den Schuss. Bayer bleibt dabei. Curtis Jones mit viel Platz. Und was ist. Was machen wir da? Was machen wir da? Darf man, glaube ich, berechtigterweise fragen. Was war das für ein Abschluss, Hereingabepass? Man kann sich mal definieren. Naja, weiter geht's. Nicht so negativ sein. Jungs, wir haben die bessere Mannschaft. Wir werden das schon machen. Komm, ihr gebt da einfach ein bisschen Gas. Auch das Mittelfeld zeigt, warum wir Favorit sind. Und Inyaki, Schwierigkeiten des Tempos, Spiel. Nee, du machst den Unterschied heute. Komm schon, let's go. Fast alle motiviert. Barco müssen wir gucken, ob es bei ihm noch großartig weitergeht. Jetzt haben wir natürlich Jindo heute nicht dabei. Ist aber nicht schlimm. Gegebenenfalls kommt da Amei. Oder wir bringen halt als offensive Variante Diego Moreno links hinten. Hat er ja im einen oder anderen Testspiel auch schon mal gespielt. Wir gucken mal. Loros läuft hier Bayer den Ball ab. Wir werden einen Tick offensiver gehen. Werden das Spiel ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Und hier jetzt auch aufs Tor drücken, während Benny Henrichs das 3-0 für die Kölner macht. Ball landet bei Maxi Bayer. Uitraogo schön raus auf Dardai. Ja. Ja, kann man probieren von da. War jetzt auch nicht schlecht der Abschluss. Wir nähern uns an. Ganz, ganz langsam. Und da sieht man auch, dass die Hoffenheimer unter der Woche gespielt haben. Einige Spieler hier schon ziemlich erschöpft. Amoako, Floros, Jarmolenko. Wieder wahrscheinlich. Ne, Jarmoljuk heißt er. Die ja wahrscheinlich frühzeitig das Feld verlassen werden. Kontermöglichkeit für uns. Verläuft sich im Sand. Und dann werden wir auch wechseln. Wir werden den offensiven Wechsel ziehen. Diego Moreno als Linksverteidiger bringen. Ja. Ist zwar nach hinten sehr riskant dann, aber wir haben mit Le Normand jemand. Und mit Mary, die es zur Not auch zu zweit verteidigen können. Wir werden statt Martin Dardai mit Fabian kommen. Martin, der ein gutes Spiel macht, aber doch ziemlich erschöpft ist jetzt und auch über die rechte Seite. Bringen wir Rooney oder Ben?
Rooney hat mich zu oft enttäuscht. Ich gehe mit Ben. Richards, Comeback nach der Verletzung. Carstensen, und da ist er gleich. Mit Fabian Carstensen. Steck ihn durch. Er kriegt die nicht ganz durch, schade. Fabian probiert selber, kriegt auch die Flanke hin. Bayer. Aber da ist er zu weit weg vom Tor, als dass der mit Druck nochmal gefährlich werden könnte. Frage ist, was wird unser letzter Wechsel? Wird Carstensen durchspielen? Schöner Pass für Marco. Und ja, den Abschluss weiß ich jetzt nicht. Nsoki. Vielleicht ziehen wir auch Marco zurück. Jones dafür raus und dann bringen wir nochmal Matheus Brancha rein. Wir gucken mal. Ah ja, mit der Balleroberung gegen Floros. Sehr stark. Le Normand. Simon. Und Hoffenheim läuft wieder ziemlich hoch an. Wir müssten das eigentlich ziemlich gut überspielen können. Ben Richards, Fabian Carstensen. Aber wir behalten den Ball zumindest mal bei uns. Marco, schön durchgesteckt. Iñaki Pascal. Kommt da jemand mit? Ne, er muss den Weg hinten rum über Carstensen. Und nochmal Carstensen. Bring ihn scharf rein. Marco Brugliaccia kommt da irgendwie nochmal an den Ball. Und ich denke, wir werden jetzt gleich nach der Aktion den Wechsel machen. Jetzt spielen wir es richtig schön. Maxi Bayer bringt die Bälle da rein. Diego Moreno verliert ihn. Oh. Traumhafte Parade. Von Ribeiro, guter Abschluss von Curtis Jones. Leider reicht es noch nicht ganz. Fürs Tor hier. Diego Moreno, kommt er gut? Nein. Also ja, kam gut, aber keiner von uns kam hin. Jones, Carstensen. Und jetzt auch unser letzter Wechsel. Marco Brugliaccia wird nach hinten gezogen auf die Doppel-6 und vorne kommt Matheus Francia, der hier das Ganze nochmal so als Art Schattenstürmer übernimmt. Tempo höher, kreativer spielen wir jetzt. Ja, ich glaube, der Rest bleibt erstmal noch gleich. Kommt schon, Jungs. Da geht was. Wir haben zwar nicht die großen Torchancen gehabt, aber wir sind dann doch relativ überlegen, dass man sagen kann, okay, einen Sieg hier könnte man mitnehmen. Und auch die Hoffenheimer Fitness sieht jetzt nicht danach aus, als ob die heute noch was reißen. Wir haben eigentlich nur Maxi Bayer, wo man sagt, der ist erschöpft. Fabian durchgesteckt auf Iñaki, der bleibt am Ball. Fabian wieder auf Francia. Ja, der Ball kommt nicht ganz zu Richards. Wir bleiben aber am Ball. Ben Richards abgefälscht. Immerhin den Eckball rausgeholt. Circa eine Viertelstunde haben wir noch, um hier das eine Tor zu machen. Marco mit der Ecke. Gut geklärt. Wir gehen auch sehr offensiv, machen weiter Druck aufs Hoffenheimer Tor. Die sind jetzt komplett am Ende eigentlich. Spielen jetzt auch nur noch Fünferkette und versuchen sich hier irgendwie durchzubunkern. Das heißt, wir schieben hier nochmal weiter hoch. Wow, sollen wir es so? Warte mal. Ne, wir lassen ihn auf Ball erobern. Dass er die linke Seite so ein bisschen mit abdeckt. Hier haben wir einen Flügelspieler. Ja, Maxi Bayer bleibt so, Francia bleibt so und er. Boah, jetzt wird's richtig wild. Sollen wir so spielen? Ich glaube, wir probieren es mal so. Ist eine sehr wilde Aufstellung. Eigentlich komplett offensiv, sind aber auch nur noch ein paar Minuten, die wir überstehen müssen. Jetzt Hoffenheim nochmal. Da müssen wir jetzt den Ball erobern. Sobald der hinten zu uns rutscht, haben wir ein Problem. Libero raus auf den Soki. Und jetzt haben wir vier Leute schon vorne. Offensiv. Und kommen da trotzdem nicht in irgendeine Pressing-Situation. Gibt nochmal den Eckball für die Hoffenheimer. Velasco. Der Mann, der uns schon einige Male bestraft hat, vor dem Spiel Thema war, weil er die letzten drei Spiele jedes Mal gegen uns getroffen hat. Aber heute wurde er erst spät eingewechselt. Mal gucken. Für eine Vorlage reicht es auch nicht. Und jetzt gibt es nochmal den Konter. Maxi Bayer holt den Ball. Komm, spielt das gut durch. Marco. Schickt Ben Richards. Jawohl. Und in der Mitte ist Iñaki Pascal. Und da ist das 1 zu 0 in der 91. Minute. Unsere beiden Joker ziehen und wir werden taktisch natürlich jetzt was ändern. Werden das Ganze wieder schön zurückziehen. Moreno. Bitte nur noch
Als Außenverteidiger, ja, wobei als Flügelverteidiger verteidigen. Er macht den Außenverteidiger sehr defensiv. Fabian wird den Abräumer machen. Und dann gehen wir einfach ins 4-3-3. Brancher hier als vorgeschobener Spielmacher noch. Und Marco muss ein bisschen mehr verteidigen. Richards, Bayer, Pascal, die können vorne bleiben. Hier natürlich diszipliniert. Von mir aus nehmen wir das Zeitspiel rein. Passspiel, so Tempo muss nicht ganz so hoch sein. Ja, wir bleiben aber im Pressing. Hinten gibt es noch lange Abschläge raus. Und wir stehen ein bisschen tiefer. So. 2 Minuten müssen wir nochmal überstehen. Abteilung Attacke hat scheinbar funktioniert. Das war dann zwar der Konter, aber ist ja egal, wie es funktioniert. Hauptsache, wir nehmen hier diesen einen Punkt mit. Und vielleicht machen wir sogar noch das 2-0. Ben Richards wieder. Bringt den flach rein. Hoffenheim klärt und wir gewinnen 1-0. Egal, wie das zustande kommt. Wir haben es uns übers Spiel hinweg verdient mit Dominanz, zwar nicht mit guten Torchancen, aber wenn am Ende dann das 1-0 dasteht, denke ich, kann man immer noch sagen, das ist ein sehr verdientes Spiel, sehr verdienter Sieg. Und mich freut für Inaki, dass er schon wieder genetzt hat. Ben Richards kommt gleich mal mit einer Vorlage zurück. War ja eigentlich auch eine gute Partie. Marco fand ich gut, Fabian auch gut reingekommen. Defensiv war das auch in Ordnung. Nicht viel zugelassen von Hoffenheimern, vor allem nicht von Max Mørsted, der da ja die Bundesliga schon seit ein, zwei Jährchen terrorisiert. Moreno hat das ordentlich gemacht, Dardai Jones sowieso, Barco, ja, war angeschlagen. Und da müssen wir gucken, was jetzt mit Alejo Velis ist, ob der nicht noch länger ausfällt. Unterschenkel ist immer schwierig. Gut gemacht, Männer, das war ein sehr schöner Sieg. Hätte man zwar mal wieder früher entscheiden können, um auch dem Coach den Krankenhausaufenthalt und den Medizincheck nach dem Spiel sparen zu können. Aber naja. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass sich Ihre Mannschaft mit dem Tore schießen und darum geht es im Fußball nun mal so schwer tut? Das weiß ich nicht genau, Gary. Ich würde sagen, Qualität haben wir schon in der Mannschaft. Naja, Glück. Ja, bis zum letzten Ball oder Schuss machen wir alles richtig, was jeder bestätigen kann, der zuletzt uns in Aktion gesehen hat. Ich denke, das stimmt, also es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Dinger wieder fallen. Wir sind ja, wir haben ja den Ball, wir spielen ja eigentlich immer nur auf ein Tor, nur so ein bisschen die Kreativität und ein ganz bisschen fehlt noch. Aber das kommt schon. Das kriegen wir noch hin. Was halten Sie aus taktischer Sicht von dem Spiel? War ganz cool, wir haben zwei neue Taktiken ausprobiert. Ungewollt, aber hat funktioniert von daher. Ich konnte viel lernen. Ja, dass man, selbst wenn man mit 5 Stürmern spielt, nicht richtig vorne anlaufen kann. Scheinbar. Und allem voran kann ich schon mal Entwarnung geben bei Alejo Velis und bei Barco. Das ist bei beiden nur eine Prellung, beziehungsweise bei Alejo ist es eine Wadenverhärtung. Die fallen 1, 2, 3 Tage aus und dann geht das wieder. Also am Mittwoch sollten wir beide schon wieder auf dem Platz sehen. Vielleicht nicht von Beginn an, aber sie werden zumindest wieder mit dabei sein. Das heißt, da sind wir sicher. Keine schwere Verletzung, weil sofern sie den Unterschenkel getroffen hätte, wäre das bei Alejo, glaube ich, vorbei gewesen mit der Hinrunde und vielleicht sogar noch länger. Naja, gucken wir mal. So, Köln gewinnt 4-1 gegen die Hamburger. Wichtiger Sieg für Köln. Und ja, bei Hamburg schlechter Saisonstart. Nur gegen Paulis Derby gewonnen. Und ja, beim Unentschieden gegen Leipzig hat man ja schon gedacht, okay, das wird was bei denen. Aber wurde bisher noch nichts. Die Mainzer gewinnen ebenfalls relativ deutlich gegen Gladbach. Die haben jetzt wohl nach der Niederlage gegen uns einen kleinen Dämpfer bekommen, in der vor allem Moral, wie es aussieht. Pauli gewinnt in der 90. Minute gegen Leverkusen. Sehr, sehr wichtig für die Jungs. Damit auch schon 9 Punkte gesammelt. Ganz wichtig als Abstiegskandidat im Gegensatz zu Düsseldorf, die schon wieder verlieren gegen Frankfurt und weiterhin bei erst einem Punkt aus 6 Spielen stehen. Wir gewinnen gegen die Hoffenheimer. Ein ganz wichtiger Sieg auch für uns. Festigen da erstmal Platz 3, Leipzig gewinnt 2-0 gegen Freiburg. Das heißt, die sind uns dicht auf den Fersen und wir kommen jetzt auch langsam in Tritt. Ne? Hatten da ja am Anfang mit Hamburg und mit Frankfurt ihre Schwierigkeiten. Dann das 0-0 gegen München. Ob da läuft es scheinbar wieder. München gewinnt 2-1 gegen Bremen. Das heißt, die sind ganz oben alleine. Immerhin jetzt schon mit 3 Punkten Vorsprung nach 6 Spieltagen.
Und man muss dazu sagen, Wolfsburg hat noch ein Spiel mehr. Und die haben nämlich am Sonntag 1-1 gegen Dortmund gespielt. Damit Dortmund nach wie vor auf dem Abstiegsplatz. Und auch nach wie vor mit Conceição. Ne, der war schon neu, ne? Ne, der ist noch nicht neu. Den haben sie ja seit Juli. Also ist auch noch neu, aber immer noch der gleiche Mann in der Saison. Naja, man soll Trainern ja immer Zeit geben. Aber als Dortmunder nach 6 Spielen auf Platz 16 zu stehen mit 4 Punkten bei Gegnern, die unter anderem Stuttgart, Mainz und Frankfurt heißen. Gut, Frankfurt ist auch nicht unterschätzen, Wolfsburg auch nicht. Also es war jetzt auch kein einfacher Saisonstart, aber an Dortmunds Stelle sollten da im Normalfall schon mal mindestens 9 Punkte drin sein. Ja. Naja. Okay, Stuttgart nochmal mit einem 0-0 gegen Hannover. Damit geht es für uns am Mittwoch gegen Lyon. Und dann holen wir den dritten Sieg in Serie und starten auch einen. Let's go. Haut rein, Freunde, wir sehen uns morgen.